Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind hier an dem Fort Dragons Casino. Eben mal Headset vernünftig aufsetzen. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Wenn ja, dann sorry. Wenn zu leise, dann ebenfalls sorry. Ich habe gesagt, wir zocken heute mal eine Runde. Wortwörtlich. Ho, 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 ho. Ja, ab ans Roulette würde ich sagen. 100, komm. Einsatz 100, sauber. Mehr können wir nämlich noch nicht machen, weil es gibt sowas Lustiges, das nennt sich Glücksspiel-Skill. Ja, Muskeln, fast voll. Kondition müsste voll sein. Ach, wird gar nicht angezeigt, viel besser. Flieger-Skill, da bin ich richtig stolz drauf. Liegt aber auch nur daran, dass ich sehr viel geflogen bin. Zwischendurch, ne? Flugschule und so. Rad-Skills. Und Panzerung 0. Oh, müssen wir gleich erstmal nachkaufen. Rang als Pilot. Ass. Oh. Wo bleibt denn das Glücksspiel? Oh, ihr Witzigen. Ja, nee, dann könnte er mich jetzt auch am Arsch lecken. Wir spielen einfach mal. Ich muss ehrlich zugeben, ich mache das meistens so. Ich packe jetzt hier 100 Dollar drauf. No more bets, please. Und es ist jetzt 50-50. Außer es geht auf die Null, dann habe ich die Arschkarte. Aber so viel Glück muss er erstmal haben. Black 22. Ich weiß gar nicht. Ey, nein. Runter. Ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn ich das Hälfte-Hälfte mache? Wir probieren das mal. Aber ich meine, ich würde da nicht mehr kriegen. No more bets, please. Eigentlich müsste ich dann ja jetzt 50 Dollar auf jeden Fall gewinnen. Red 18. Oh, ne, gar nichts. Kein Gewinn. Packen wir wieder auf Rot. Das machen wir jetzt mal so ein bisschen, einfach nur um den Glücksspiel-Skill ein bisschen hochzutreiben. Oh, das ist doch alles geskriptet hier. Ich muss auch sagen, ich bin cool, ich bin echt am Überlegen, ob ich die Flugschule nochmal neu mache demnächst, wenn ich mal Langeweile habe. Auch mit. Ah, sauber. Und damit meine ich wirklich nochmal neu, um halt, ja, generell nicht so viel Zeit dafür zu brauchen. Mich regt das ein bisschen auf, dass das hier gerade schon wieder am Laggen ist. Und vor allen Dingen, dass ich so, so lange dafür gebraucht habe. Ich habe anderthalb Stunden nur an der Flugschule gesessen. Zero. Alter, ja genau, Zero. Oh, she. Können wir gleich mal ans Glücksrad gehen. Das ist das Dumme, wenn wir nur so wenig Glücksspielskill haben. Black 4. Na, Black 4. Wie zweideutig. No more bets. Red 21. Thank you for playing, sir. Ich gebe dir gleich thank you for playing. Da vorne ist das Fortune. Ja, Wheel of Fortune. Das Glücksrad. Hallo. Na dann. Einfach mal. Thank you, sir. Alter, oh, Entschuldigung. Einfach mal alles drauf. 100 Dollar. Auf die 5. 100 auf die 5. $2 pays out. Place your bets, ladies and gentlemen. Take your red, ladies and gentlemen. Thank you for playing, sir. Die 1 gibt's am meisten, ne? Naja, die bringt aber sicher auch am wenigsten. Wollen wir an Automaten gehen? Also an diese Automaten, nicht an die Poker-Automaten. Nochmal! Muss ehrlich sagen, privat halte ich ja gar nichts von diesen Dingern, also auch von den Automaten. Wird wieder nix. Alleine wenn ich sehe, wie Leute da richtig viel Geld reinwerfen. Gerade in diese Automaten.
Also da würde ich lieber eine Runde Poker spielen. Ach, leck mir doch an die Füße. So ein Abzockladen und mir gehört auch noch ein Teil davon. The house does not recognize your limit. Zeig mal, was von wegen Limit? Ich will wissen, hier ist ein Besucher in Versteck. Ratzkill, Panzerung, Glücksspiel, da ist es doch. Ach, das ist jetzt erst dazugekommen, Glücksspiel. Okay, das heißt, es wird weitergezockt, Kinder. Wie gesagt, ich will mein Glücksspiel-Level ein bisschen höher kriegen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was verzocken. Verluste gibt's immer. Ich bleib auf Rot. Ich glaube, ich mache das gleich auch anders. Ich glaube, ich nehme gleich was von den anderen Feldern. Ich zeige euch gleich, welche ich meine. Alter, genau. Und wenn ich jetzt... Ja, die schummelt wirklich. Ich schätze mal, jetzt kommt was Rotes. Komm, so viel Glück habe ich. Oha, ich gewinne mal. Packen wir mal hier was drauf. No more bets, please. Sauber. I won. Nehmen wir mal hier was von. Ich bin gerade am Überlegen, oder machen wir gleich noch eine Mission bei Woozy hier im Casino. Black 33. Damn. Nee, ich nehme noch, jetzt nehme ich mal dann das nochmal. Nee, wir machen hier heute eine Folge nur Casino. Einfach mal eine Runde zocken. Sauber. Look at that. Was können wir denn noch nehmen? Ja, komm, probieren wir es hier nochmal. Viel geiler, wie ich als Kind vor allem, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht verstanden habe, wie was hier funktioniert und einfach nur blind gesetzt habe. Und teilweise habe ich mehr Geld gewonnen als jetzt, wo ich die Regeln kenne. Another win for Sir! Wie diese Croupiers hier einen auch noch schmeicheln. Wie falsch das eigentlich ist. Oh, glaube ich ja nicht. Ne, Blackjack kann ich nicht so gut. Can I get my hair done while I'm gambling, you think? All right, party's arrived. 5, 6. 7, 8 wird fehlen, aber nee, komm. Ich behalte mal nur die 10. I just so enjoyed my time in Europe. Toll, die 7 hätte ich hier bekommen. Auszahlung 0, ja, ist in Ordnung. Nochmal neu. Was für ein Verbrecherschuppen hier. Is that here from a movie? Show a little respect. Ach, ist auch alles Dreck. Ja, aber ihr zieht hier einen nur über den Tisch. Ihr Dreckigen. Ah, komm, Tante, du warst mir sympathisch. Out the way. Place your bets, please. No more bets, ladies and gentlemen. No more bets, ladies and gentlemen. Beat it. $5 pays out. Place your bets, ladies and gentlemen. Oops. No more bets, ladies and gentlemen. Dieser geringe Einsatz, ne? Was passiert denn, wenn ich auf alles setze? Das probiere ich gleich mal. $1 pays out. Halt die Fresse. Ich mag die Tante hier im Hintergrund nicht. Place your bets, please.
No more Beth, please. So, überall was draufgesetzt. $1 pays out. Excuse me. Place your bets, please. Thank you, sir. Have a nice day. Ich geb dir have a nice day. Ja, hier können wir Missionen machen. Wir gehen jetzt aber erstmal noch in Ammunition und kaufen uns eine. Genau, eine M4 und eine kugelsichere Weste. Weil ich habe beim Offscreen-Spielen herausgefunden, dass es ein Maschinengewehr gibt, was auch diesen Munitionsbug hat. Oh, gib mir die Karre auch, wenn ich hier keine Garage habe. Oh, und wir müssen ja auch noch mal irgendwann zu diesem Flughafen zurück. Bah. Ja, offscreen habe ich den schon in meinem privaten Spielstand weitergespielt. Da bin ich mit den Flughafenmissionen schon fertig. Ach, das war ja eine weite Fahrt. War ja Benzinverschwendung. Naja. Wir leben in einer virtuell verseuchten Welt. Also hier jetzt, ne? Da können wir sowas ruhig machen. Von dir kaufe ich mir jetzt erstmal was, werter Onkel. Da kaufe ich lieber bei dir, als das ganze Geld im Casino zu verjubeln. So. Und jetzt kommt das, was ich so liebe. Bug using FTW. Weil, ne? Es verdoppelt sich. Es verdoppelt sich. Und es verdoppelt sich. Wir machen gleich aber, glaube ich, doch noch eine Mission. Kann die Folge heute ruhig mal ein bisschen länger gehen. Ich sollte diesen Schießwettbewerb auch mal irgendwann wirklich absolvieren, anstatt hier einfach nur Munition zu schnorren. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu. So, dreimal machen wir es noch. Dann haben wir nämlich erstmal genug Munition. So, seht ihr? Und dann habt ihr halt hier auch... Ach ja, die Maschinenpistole ist ja auch immer mitgegangen. Haha. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Munition. Oh, dann müssen wir auf jeden Fall auch noch den Skill trainieren, weil jetzt hält er die noch so aus der Hüfte. Das ist auch scheiße beim Zielen. Gut, so geht's. So, danke, werter Herr, für deine Waffen. Ein neuer Schießwettbewerb ist verfügbar. Das ist mir herzlich egal. Puh. Ja, ich wäre dafür, komm, wir machen die erste Mission bei Woozy. Alter. Die Hecke ist natürlich wieder aus Stahl. Komm, wir laufen. Wir kriegen gleich eh ein Auto gesponsert. Ich mach schon mal einen kleinen Wegpunktvergleich. Ich sag euch jetzt mal nicht warum, das seht ihr gleich. Ach ja, unser eigenes Casino. Also noch ist es nicht unseres, aber demnächst. Wenn wir ein bisschen mit Woozy zusammengearbeitet haben. Fender Ketchup. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner?
Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my car. Karl ist einfach so ein cooler, so eine coole Sau. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. Genau. You got any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find out. Die kleine Cutscene habe ich gerade noch ein bisschen abgekürzt, weil da so ein Bug ist, dass der Kerl einfach nicht aus der Garage fährt. So, wir machen jetzt eine kleine Spritztour mit dem werten Herrn. This shit don't scare me, asshole! Get this guy to you! Slow down! Slow down, for God's sake! Beruhig dich doch mal, Werter, mein Freund. Oh man, this is too fast! Ja, ja, wir fahren jetzt erstmal zum Flughafen, da können wir uns in Ruhe unterhalten. Oh, slow down, for God's sake! Mother Mary, that was lucky. Ja, wir dürfen das nicht nochmal machen, weil der Kerl stirbt sehr schnell, wenn wir irgendwo gegenfahren. Deswegen ganz schnell zum. Hey, look, pal, this ain't funny anymore. Oh, ich finde das sehr witzig. Ne, wir dürfen echt kein Aufsehen erregen. Boah, das war knapp. Hey, stop this insanity right now! So, mein Freund, jetzt haben wir genug Platz für unseren Spaß hier. Slow down, for God's sake! Oh man, this is too fast! Thank you! Thank God! Yeah, thank God! Oh, slow down, for God's sake! Oh, this is too fast! Too fast! Jesus! The family will make you pay for this! Which family? The Zendarko family, you idiot! That's all I wanted to hear. What? Oh shit! So. Damit hätten wir das auch erledigt. Ab zum Casino. Dieser werte Herr hat uns das gesagt, was wir hören wollten. Und somit ist der Job hier auch erledigt. Eigentlich ganz einfach. Fahrt zum Flughafen. Ab auf die Fahrbahn, wenn ihr halt genug geflogen seid, habt ihr ja diesen Pilotenschein. Ist ja gar nicht auffällig, ne? Wenn wir hier so mit so einem Kerl auf der Auto, auf der Motorhaube, ja, wenn das nicht auffällig ist, naja. War nur so ein Gedanke. Ärgerlich wäre es jetzt, wenn wir irgendwo gegenfahren und das Ganze ist noch versaut, aber dürfte nicht passieren. Sauber. Hätten wir das auch geschafft. Mission erfüllt. So, haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Casino-Mission gemacht. Ich hoffe, das lief jetzt eigentlich ruckelfrei. Ich habe gar nicht auf die FPS geguckt. Eigentlich müsste es ruckelfrei laufen. Wie gesagt, für Lex, da kann ich im Moment nichts. So. Nee, an der Stelle mache ich da mal einen Schnitt. Gut, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, wie wir ein bisschen Geld losgeworden sind. Ja. Gucken wir, aber unsere Statistik hat sich nicht wirklich verbessert. Weil irgendwie müssen wir noch ein bisschen Glücksspielskill bekommen.
damit wir an die großen Tische können. Naja. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zugucken und in der nächsten Folge werden wir wohl zu dem alten Flughafen zurückfahren, weil wir da auch noch ein paar Missionen machen müssen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.